Oh, moin zusammen, weiter geht's mit Ghost of Tsushima. Ja, die nächste Quest wird diese hier erstmal sein, der Preis des Eisens. Da gibt es dann noch niederen Nahkampf-Talisman, dann lernt man vielleicht nochmal was kennen. Und auf dem Weg dahin will ich noch einmal kurz zu dem unentdeckten Ort und dann hier rüber. Verbesserung für die Tracht des Reisenden verfügbar. Ja, habe ich eh noch nicht genug Blütengedöns mit. Und es wird dunkel jetzt. Bin ich sehr neugierig, ob er auch müde wird, dass man dann quasi rasten muss. Sehr gut, Kage. Oder ob er quasi so Instant Coffee komplett im Blut hat, dass er gar nicht müde wird. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, tagsüber würde ich auf Samurai machen und nachts dann so mehr auf Schatten. Kommt natürlich auch aufs Lager an, ne? Ich würde jetzt nicht komplett in so ein volles Lager reinpreschen wollen. Ehre hin oder her. Oh Gott. Präfektur Komatsu. So, ich hoffe, ich habe den Bären abgehängt. Blöd fürs Pferd. Und was? Ja, nur ein altes Lagerfeuer. Ich dachte eben, da geht noch einer. Ach, da oben ist der unentdeckte Ort. Okay. Komme ich wahrscheinlich noch nicht hin. Nee, komme ich noch nicht hoch. Nee. Okay, dann muss ich da später hin. Es gibt ja irgendwann mal so ein Kletterwerkzeug. Damit kommt man dann hoch. Muss ich später wiederkommen? Ich dachte, das wäre hier auf der Rückseite. So, gut. Alles klar. Dann der Preis des Eisens. Auf dem Weg dahin komme ich hier eh nochmal irgendwo vorbei. Ja, den Bären muss ich jetzt nicht zwangsläufig töten. Auf jeden Fall auch der Sonnenuntergang, richtig hübsch. Richtung sieht gut aus. Oh, was ist das hier? Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Ich sag's ja immer wieder. Schleichen wir uns mal rein und dann scheint aber keiner hier zu sein. Und ich glaube, war ich hier nicht? Nee, hier war ich noch nicht. Aber das Lager ist leer. Ah, okay, ist nur eine Frau. Dachte gerade, da macht einer Pause. Einer von den Mongolen. Mein Herr, geht nicht in die Wälder von Kashine. Dort hausen wütende Geister,
Tote Samurai, die auf Blut aus sind. Wir befinden uns im Krieg. Ich bezweifle, dass Geister das waren. Wer den Wald betritt, kommt nie wieder heraus. Mongolen wie auch Japaner. Die gefundenen Leichen wurden alle von Samurai-Klingen getötet. Menschen benutzen Klingen, keine Geister. Ich sehe mir das an. Okay, Ort aktualisiert. Jeder, okay. Gerade Angst, dass er da einfach runterfällt. Unentdeckter Ort in 660 Metern. Ah, okay. Ich war aber noch her. Ja, mal erstmal so zwei, drei Nebenquests, um noch so ein bisschen besser ins Spiel reinzukommen. Und es liegt ja auch mehr oder weniger auf dem Weg. Dann ist nämlich schon wieder was. Ist das seicht genug hier, oder? Nee. Präfektur Ariake. Ach, das ist die Hundeklappe. Wuff. Okay, mehr ist hier anscheinend gerade nicht. Dann gehen wir mal wieder. Auch der Wald jetzt hier, ne? Einfach nur schön. Goldener Wald. Kann man dem Vogel folgen? Bringt er was? Oder was ist das hier? Ganz ruhig. Um wen geht es? Sie überfielen unser Haus. Die Straße runter. Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn. Ihr ließt eure Familie zurück? Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger. Ich helfe Ihnen. Bleibt hier. Ein Zuhause. Ja, spontane Nebenquest. Rette die Familie vor den Mongolen. Mongolen. Wie viele? Sucht mich jemand? Zwei. So, mal gucken, ob wie das funktioniert. Erst den einen, dann den anderen. Herausfordernde Serie. Gewinnst du einen Herausforderungskampf, werden weitere Gegner auf dich zustürmen. Warte, bis der angreifende Gegner seine Waffe schwingt und greife dann selbst an. Hey, hey, hey. Jagst du sie? Oh, shit. Fuck. Der hat gesessen. Okay, der hat aber richtig gesessen. Was sind das denn für welche, ey? Boah, hallo? Fuck. Harad Furun Samurai.
Ich muss die Bogenschützen loswerden. So, Leute. Der Mann erwähnte Frau und Kind. Puh, das war knapp. Okay, die blöde Sau mit dem Horn, ey. Der muss als erstes weg. Keine Spur von der Familie. Vielleicht draußen. Wäsche, noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Hallo? Ah, guck mal, hier sind Spuren. Ah, genau in die falsche Richtung. Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Leichen wurden geschleppt, ins Wasser geworfen. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er sollte es erfahren. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Eure Familie wurde getötet. Tut mir leid. Warum habt ihr nichts getan? Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld. Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr. Ein Zuhause. Oh, schade. Den halben Bommel hätte er noch voll machen können, ne? Talisman des Wohlseins 1. Talisman der Nützlichkeit, okay. Ausrüstung. Zusätzliche 7,5% Gesundheit, wenn du dich heilst. Okay. Ja, und die hier, die sind echt übel. Noch jedenfalls. Ja, wo geht's denn jetzt hin? So, guck mal. Oh. Niederer Nahkampftalisman. Nee. Hier wollte ich hin. Der Preis des Eisens. Und vorher noch zu diesem Punkt. Was ist denn das Pferd? Da.
Oh, Entschuldigung, Schleudersitz genommen. Du bist ein gutes Pferd. Auf geht's! Jo, Leute. Cool. Deine Legende wächst. Maximale Gesundheit erhöht. Ah, der wandernde Samurai. Die Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Okay, neue Geistwaffe freigeschaltet. L und R1, zwei Kunai auf nahe Gegner, sodass sie taumeln. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Das ist cool. Na, mein Freund. So, noch einer. Das hat auch echt Stil, wie er die Klinge wegsteckt. Gut, 280 Meter. Noch mal kurz was ausprobieren. Okay. Wird bestimmt nice vom Pferd aus, da jemanden irgendwie mal anzuspringen und abzustellen. Da ist wieder so ein Vogel hier. Los jetzt, Kage! Ich glaube, die führen einen zu irgendwelchen kleinen Nebengeschichten. Ich verfolge den hier mal. Okay. Heiße Quelle mit Meerblick, Bergblick, Entschuldigung. Nachdem sie die Rikawa-Rebellion gestoppt hatten, erholten sich Vater und Onkel in einem Onsen. War das hier? Ja, okay, ja, der Vogel scheint dann wohl zu irgendwelchen Quellen zu bringen oder so. So, da liegt noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann... Ach, ich bin immer noch nicht da, wo ich hin wollte. Ich dachte, das wäre das schon, dass der Vogel mich da zu dem Zielort bringt, aber da oben scheint noch was zu sein. Hm?
ist am verfolgten Ort angekommen. Goldgipfelschrein. Ja, aber da komme ich auch nicht hoch. Ups. Knie gestoßen. Ja, nee, alles klar. Da brauche ich dann wahrscheinlich diese komische Kletterkralle. Dann würde ich sagen, geht's hier hin. Kurz davor mache ich dann noch einen kleinen Break. Und dann gucken wir uns die Quest in der nächsten Folge an. Bei Assassin's Creed Japan. Ja, mal grundsätzlich, also dieses Setting, so mit Samurai, Japan, finde ich richtig cool. Also auch privat, so die Pagodenhäuser, die japanische Architektur von damals, die finde ich total toll. Auch so die Einrichtung, sag ich mal, dieses einfach mal ein leerer Raum mit diesen Papierschiebetüren, so das hat was echt Beruhigendes. Okay, drei Wildschweinchen. Oh Gott, pass auf, du Esel. Oh, ich habe eine Gazelle. Oh, shit. Okay, wie geht's dem Pferd? Noch alles dran, oder? Ups. So. Ja, schön abgeliedert, ey. Schnell, Kacke! So. Meter. Da unten scheint es zu sein. Gut. Absteigen, nicht zu viel Krach machen. Obwohl, so ein galoppierendes Pferd musst du mir eigentlich schon gehört haben. Oh Gott, hat der Vogel mich erschreckt gerade. Untersuche das Haus. Gut, ja, wie gesagt, hier mache ich nochmal eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich direkt wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao.